Willkommen zum Tagessegen. Im Lukasevangelium heißt es im 10. Kapitel: Selig sind die Augen, die sehen, was ihr seht. Denn ich sage euch, viele Propheten und Könige wollten sehen, was ihr seht, und haben es nicht gesehen, und wollten es hören und haben es nicht gehört. Wie viele Leute wollen heute das richtige Wort finden, möchten heute gerne die Idee bekommen für ihr Leben. Sie suchen und suchen und suchen und kommen nicht so richtig weiter. Und dann gibt es eben Menschen, die sagen, ich bin ganz bewusst ein Christ, weil ich habe in all dem, was sich mir anbietet, an tollen Ideen, an tollen Möglichkeiten, ich habe in all dem ein Gesicht gesehen, nämlich Christus. Ich konnte erkennen, dass von ihm her alles kommt. So geht es mir zumindest, dass ich zwar vieles in der Welt auch noch kennenlernen könnte und sehen könnte und machen könnte, hinreisen könnte, um irgendwas zu sehen und zu entdecken. Aber die Grundentdeckung habe ich schon gemacht, dass in allen Dingen die Handschrift Gottes ist. Und dass in Jesus Christus ich erkenne, dass der Mensch geschaffen ist, Gott zu preisen. Das reicht mir eigentlich. Und wenn ich einen Menschen wirklich kennenlerne, Christus, dann habe ich alle Menschen kennengelernt. Und wenn ich ihm folge und ihm zuhöre, dann habe ich wirklich alles. Es segne Sie Gott, unser guter Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.